So, willkommen zurück, nachdem ich die letzte Folge etwas früher beenden konnte, aufgrund von technischen Problemen, die aber jetzt nichts wirklich mit meinem Computer zu tun hatten, sondern anscheinend mit dem Spiel. Und ich habe gerade schon getestet, es funktioniert wieder, ich kann wieder fahren. Oh, stimmt ja. Ups. Habe ich sie erst recht ausgemacht. Okay, ich bin hier nach Berlin, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt, nachdem ich meinen eigenen ersten LKW gekauft habe, habe ich vor, Richtung Norden zu Island. Zu diesem, der I über Ísafjörður liegt. Den ich jetzt gerade nicht. Da, jetzt. Bolungarvík, wenn es so ausgesprochen wird. Ich habe vor, dahin zu fahren. Also fahre ich jetzt Strecken, die Richtung Norden gehen. Wieder dann bis hierhin, Färöerinseln und dann hier rüber. Nein, 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 nein. Nach Hamburg, das ist die richtige Richtung. Hey. Ach so. Die. Dahinter. Hamburg, jetzt muss ich mal gucken. Von hier aus dann, von Hirtshals aus Dänemark. Kann ich dann direkt nach Island fahren. Mit der Fähre. Genau. So, fahre ich da hin. Deutschland Rechtsverkehr. Muss hier aufpassen. Etwas, was ich mir mal so durch den Kopf habe gehen lassen, wäre. Also es wäre interessant, wenn sie mal das Spiel, also die Karte von dem Spiel, um sagen wir mal. Wieso leckt denn das so? Achso. Anderer Spieler. Wo war ich? Ach ja, wenn sie mal die Karte um, sagen wir mal, doppelt so groß machen. Von dem Spiel. Also, ja. Da können sie nämlich. Gefühlt werden die Strecken zwar länger, aber die können tatsächlich dann noch eine größere Menge an Städten, die dazwischen liegen, noch hinzufügen. Zwischen, sagen wir mal, Berlin und Dresden. Forstlausitz gibt es zum Beispiel eigentlich auch nicht offiziell im Spiel. Das ist jetzt nur vorhanden durch den Mod, durch den Pro-Mod. Auch der Einteilung der Bundesländer ist nur durch den Pro-Mod. Also, wenn sie die Karte, sagen wir mal, um doppelt so groß machen, dann können sie halt mehr Städte hinzufügen. Die Städte eigentlich auch gleichzeitig größer machen. Denn das ist ja wirklich teilweise ein Witz, wie die Städte hier an manchen Stellen aussehen. Zugegeben, jetzt sind sie umgearbeitet durch den Mod, den ich habe. Aber im Originalspiel, da sind die teilweise so gleich aufgebaut. Die Hintergründe sind vielleicht noch so an die Stadt angepasst, dass man zum Beispiel hier in Berlin den Fernsehturm sieht. Ja gut, den sieht man jetzt hier nicht, weil ich etwas außerhalb bin. Aber dass die Städte, sagen wir mal, etwas individueller gestalten, das wäre schon schön. Halt mehr Städte zur Verfügung. Also es wäre schon schöner, wenn die Karte ein bisschen größer wäre mit noch mehr Städten als die, die so vorhanden sind. Ich meine, das Spiel ist ja schon 10 Jahre alt. Ja, 10 Jahre ist das ungefähr jetzt alt. Und es wird ja immer noch es bekommt ja immer noch DLCs und Erweiterungen. Also es wäre mit Sicherheit kein Problem, da noch ein bisschen was, also das mit der Karte halt zu machen. Dass die Städte halt teilweise mal ein bisschen größer gestalten. Denn zumeist sind es ja nur so ein paar Straßen, so ein Gitter von, sagen wir mal, vier, fünf Häuserblöcken oder sechs. Wo dann halt die ganzen Firmen verteilt sind. So ist ja meistens hier das aufgebaut, die einzelnen Städte.
Obwohl sie daran auch schon ein bisschen was geändert haben, aber nicht sehr viel. Wenn man sich das hier mal ansieht, der Großteil von dem Spiel spielt sich auf den Autobahnen ab, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal Berlin nehme, da ist ja nicht gerade eine kleine Stadt. Und hier in dem Spiel ist die genauso groß wie Dresden. Oder sind so teilweise wirklich gleich groß, macht mit Computergrechenabgang. Ja. Ich hab 460 Millisekunden Ping. 600 ist das Maximum, dann fliege ich raus. Ich weiß gar nicht wieso. Ich habe eigentlich sonst nichts an. Gerade, mal abgesehen von meinem Aufnahmeprogramm. Ich habe noch eine Idee. Ich stelle mal mein Handy in Flugzeugmodus. Das hilft meistens dabei noch, weil mein Handy auch hiermit verbunden ist. Mit der Internet. Mit der WLAN-Verbindung von meinem Computer. Die ist ungewöhnlich hoch. Zugegeben, es ist zwar. Ging runter. Ganz schön. Also, wir haben zwar jetzt abends, wo mehr Leute zu Hause sind. Aber als ich. Oh, ich könnte gleich rausfliegen, wenn das weiter so hoch bleibt. Ein Glück, wieder runter. Komisch, ich habe nichts nebenbei an und ich lade auch nichts runter. Jetzt über Steam. Oh, verdammt. Autsch. Okay, vergiss das damit. Das lenkt mich zu sehr ab, wie man gerade gemerkt hat. Aber ein Glück hat die Ware nichts abbekommen. Straße konzentrieren, nicht darauf, dass ich hier. Hä? Jetzt begegne ich mir schon selbst. Kommt er mir entgegen? Ja, er kommt mir entgegen. 1000. Keine Ahnung, wieso mein Ping so hoch ist. 1200, bin ich schon fast bei 1300. Ich könnte gleich rausfliegen. Überraschung wäre es jetzt nicht. Da kommt immer näher, aber von. Na, war klar, ich fliege raus. Okay, ich mache kurz einen Cut und melde mich nochmal neu an. Sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder, aber ich muss sagen, dass die Verbindung nicht gerade gut ist. Kann sein, dass ich direkt gleich wieder rausfliege. Ich weiß gar nicht wieso, aber aktuell ist die Internetverbindung zum Abend immer schlecht. Nicht nur aktuell, es ist eigentlich immer so. Keine Ahnung, woran das liegt. Mir geht das auf den Senkel. Laut dem, was ich hier auf dem anderen Bildschirm sehe, bin ich gerade mal im Kilobit-Bereich bei der Übertragungsrate. Jetzt bin ich gerade bei 0. Jetzt habe ich also aktuell überhaupt gar keinen Internetempfang, obwohl ich eigentlich hier spiele, aber man sieht ja, ich habe ja 500 Millisekunden Ping. Liegt aber vielleicht auch daran, weil überhaupt niemand in meiner Nähe ist. Ganz toll. So viel dazu. Ich hoffe, ich kriege die Folge hier noch zu Ende, ohne dass mein Spiel jetzt andauernd sich verabschiedet, also Internetverbindung verabschiedet. Man sieht's, wie der leckt. Jetzt bin ich aktuell wieder im Kilobit-Bereich, sonst bin ich halt immer bei Mbits.
beobachte ich jetzt gerade noch so nebenbei mit. Aber mein Ping, der ist viel zu hoch. Der ist normalerweise so niedrig wie bei den anderen. Ich fliege gleich raus. Also, die Verbindung muss ja wenigstens noch für 20 Minuten bestehen. Danach ist die Folge wieder zu Ende. Und da weiß ich zumindest schon mal fürs nächste Wochenende, an dem ich wieder aufnehmen kann. Oder je nachdem, vielleicht nehme ich mal in der Woche auf. Jedenfalls weiß ich, dass ich da mal eine Stunde früher aufnehmen sollte. Denn die erste Folge, die ich jetzt davor aufgenommen habe, die war ja ohne Probleme. Da war es noch so vor 21 Uhr, jetzt haben wir es schon fast 21:40 Uhr. Ja, aber klar. Ich kann jetzt aber auch nicht hier die ganze Zeit sitzen und die Verbindung wieder versuchen, hier halt wieder hinzubekommen. Es würde ewig, vermutlich ewig dauern oder es würde überhaupt gar nicht funktionieren. Tja, dann bringe ich jetzt das im Offline-Modus zu Ende. Ganz einfach. Ich kann jetzt nicht andauernd das Video unterbrechen, das Spiel kurz neu starten, Internetverbindung vielleicht auch nochmal neu machen, aber. Naja. Ich meine, großartigen Unterschied gibt es ja eigentlich nicht. Auf dem ProMod-Server sind gerade mal 700 Leute online gewesen. Wie viel hätte ich schon auf der Karte, die ich habe, überhaupt gesehen? Mal sehen, ich fahre jetzt erstmal nach Hamburg. Danach werde ich. Ui, rülpsen. Ui, meine Güte, zu viel gegessen. Ja, nach Hamburg fahren. Danach werde ich mir einen Auftrag suchen, der mich weiter nach. Wie war der Name von der Stadt? Hirtshals. Hieß die, glaube ich, die nördlichste Stadt halt in Dänemark bringt. Und von da aus nehme ich dann einen Auftrag an, der mich nach Island oder weiter in die Nähe von Island bringt. Ich bin schon zweimal über Island drüber gefahren. Ich weiß genau, dass ich für diese Strecke bis zu der Stadt ganz im Norden von Island, zu der ich will, dass die Strecke halt von der Fähre bis dahin eine Stunde ist. Also über Land. Fahre ich da eine Stunde hier in dem Spiel bis dahin? Liegt dann den vielen Geschwindigkeitsbegrenzungen und den Straßen, die dann Schlangenlinien halt über die Insel gehen. Jetzt weiß mir einfällt, so eine Autobahn wünschen sich bestimmt viele. Kein Verkehr, man kann einfach drüber fahren. Manche fahren so. Aber das ist ja. Naja. 92 Kilometer bis Hamburg. Was fahre ich überhaupt nochmal? Karotten. 18 Tonnen. Da würde sich mein Hase freuen. Keine Ahnung, was mit. Oh, wow. Das war jetzt ganz schön laut bestimmt. Was ich gerade sagen wollte, dass ich keine Ahnung habe, was mit meinem Internet aktuell los ist. Also laut dem, was da steht, habe ich im Moment überhaupt gar keine. Jetzt habe ich 80 Kilobit kurz gehabt, jetzt wieder 0. 24? 0. Ich kapiere das nicht. Schleswig-Holstein.
kann es ja mal so machen, ich fahre jetzt nach Hamburg, liefere das ab und dann mache ich nochmal einen Schnitt und tue mich nochmal neu verbinden, ob das was bringt. Aber wenn ich dann schon wieder rausfliege, dann lasse ich das für den Rest der Folge. Ich meine, das ist ja nicht nur auf meinem Computer, ich weiß auch, dass das bei meiner Handyverbindung so ist, dass die so schlecht dann ist. Kurz gucken. Also in der Verbindung habe ich, was ich laut dem, was ich gerade auf meinem Handy sehe. Aber ob ich jetzt natürlich ins Internet komme, ist eine andere Frage. Freie Hansestadt Hamburg. Freie und Hansestadt Hamburg. Tolles Deutsch. Die WLAN-Verbindung ist allerdings auch gerade mit zwei Balken auf meinem Handy verfügbar. Das ist auch nicht gerade viel. Ich weiß jetzt nicht mal, ob ich darüber mal gesprochen hatte, was mir jetzt auch gerade wieder einfällt. Ist ja eigentlich hier ein Multiplayer-Spiel. Ob ich vielleicht mit jemandem zusammenspiele. Aktuell würde ich sagen, also würde mir jetzt auf Anhieb keiner einfallen, der da überhaupt mitmachen würde. Ich glaube, ich habe tatsächlich darüber schon gesprochen. Das ist aber jetzt auch schon wieder eine Woche oder länger her, dass ich dieses Thema mal kurz angesprochen hatte, ob ich mal jemals mit jemandem noch zusammenspielen werde. Es ist noch offen. Es ist nicht so, dass niemand aus meinem Umkreis weiß, dass ich hier für YouTube Videos aufnehme. Das hatte ich ja eigentlich mal vor einer Weile schon gesagt, als ich 2020 damit angefangen hatte. Ich hatte jetzt auch schon gesagt, dass ich halt jetzt anfange, wieder neue Videos aufzunehmen, aber großartig dazu geäußert hat sich jetzt niemand wirklich. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass da auch niemand wirklich mitmachen wird. Naja. Ich schaue hier halt noch nebenbei so. Ups. Gerade auf meinen Leistungs. Hier. Auf meine Leistungsanzeigen von allem, was mein Computer halt hat. Eben auch das WLAN. WLAN-Verbindung, die ist laut dem ja immer noch bei 0. Aber immerhin sind hier auf deinem Modus alle Ampeln aus. Okay, ich bin gleich da, dann mache ich noch mal kurz einen Schnitt. Glücklicherweise habe ich mir notiert, wie lang die vorherige Folge war, bevor ich da auch noch einen Schnitt gesetzt habe. Also bevor das erste Mal mit die Verbindung weggeflogen ist, und beim nächsten Cut werde ich das ja auch nochmal kurz anhalten. Die Aufnahme. Verbindung nochmal trennen, mich nochmal neu anmelden und dann mal gucken, ob die Verbindung hält. Die muss dann wenigstens nur 10 Minuten mitmachen, die Verbindung noch. Dann habe ich. Glaube ich, 30 Minuten ungefähr erreicht. Das wird ja wohl irgendwie möglich sein. Wenn überhaupt noch 10 Minuten. Bisschen zu weit ausgelenkt. Drehe ich noch mal eine Runde, stelle mich noch mal gerade dahin.
Okay. Kein Level ab. Aber nicht so schlimm. So, okay. Oh, verdammt. Da mache ich jetzt nochmal kurz einen Cut und verbinde nochmal neu. Mal sehen, ob es dann noch für die nächsten 10 Minuten funktioniert, die noch. So, da bin ich wieder. Hab mich jetzt wieder neu verbunden. Und jetzt sieht's besser aus. 31. Der andere hat mehr. Na, mal sehen. Jedenfalls suche ich mir jetzt. Mache ich mit dem weiter, was ich vorhabe, und zwar mich weiter Richtung Norden, in Richtung Island zu bewegen. Der ist schön. Den nehme ich. Der hat sich so einen gekauft. So ein Transporter. Aufgepasst, Bein auf den Bürgersteig gefahren und gegen eine Laterne geknallt. Okay. Jetzt macht anscheinend meine Internetverbindung mit. Hoffentlich bleibt das so für die nächsten 10 Minuten noch. Bisschen was werde ich auf jeden Fall schaffen. An Strecke. Mal sehen, ich hatte auch schon überlegt, die Folge nicht ein bisschen länger zu machen, da die vorherige Folge etwas kürzer war. Weil ich ja nicht fahren konnte. Auch nicht schlecht. Ich beende die letzte Folge damit, dass ich aus irgendwelchen Gründen gar nicht fahren kann. Und in der hier habe ich die ganze Zeit bloß Probleme mit dem Internet. Da ist der schon wieder. Einfach dran vorbei. Da wurde gekickt. Der Typ, der gerade hier mit seinem kleinen Transporter an mir vorbeigekommen ist. Mir soll es egal sein. Ja gut, meine Internetverbindung scheint jetzt stabil zu sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es wirklich ausgeführt hatte, aber ich wollte die Folge ja vielleicht noch ein bisschen länger machen, da die vorherige ja etwas kürzer war, da aufgrund der technischen Probleme, die ich hatte, nicht fahren konnte. Aber sehr viel länger würde ich sie nicht machen, höchstens um die 4 Minuten, die 3, 4 Minuten. Die jetzt halt nicht, die da jetzt fehlten, bis zu 30 Minuten. Jetzt habe ich es. Es ist schon ein bisschen später, denke ich jetzt auch nicht mehr richtig gerade. Ampel voraus, rote Ampel. Ach, grüne Ampel. Weiß ich gut. Oh. Eine Kleinigkeit fällt mir gerade noch ein, die ich eigentlich noch machen wollte. Komm, werd grün. Okay. Ja, so geht's auch. Na, natürlich.
Hätte ruhig 10 Sekunden früher passieren können. Die da vorne kriege ich nicht mehr, das weiß ich jetzt schon. Weil mein LKW nicht gerade wirklich in die Gänge kommt mit Anhänger. Aber das kann ich ja mal kurz gerade dafür benutzen, um etwas zu machen, was ich gerade vorhatte. Zwar noch einen zweiten LKW kaufen, einen dritten eigentlich sogar. Einen neuen Fahrer noch einstellen. Humphrey. Hoffentlich reicht das Geld noch. Och, gerade so. Na, drück doch. Jetzt, die Ampel ist bestimmt schon grün. Vielleicht sogar inzwischen schon wieder rot geworden. Weil ich jetzt so lange stand. Naja. Jetzt habe ich auf jeden Fall noch einen zweiten Fahrer. Verdiene ich so noch ein bisschen Geld noch mit nebenbei. Mal abgesehen von den Aufträgen, die ich erledige. Ich vermute jetzt mal nicht, dass man das hört, was ich gerade durchs aus dem von draußen halt höre, weil ich hier das Fenster offen habe. Aber es kommt mir ein bisschen so vor, als würden die draußen ganz schön feiern. Kommt mir von der Lautstärke her auch etwas weit entfernt vor. Deswegen wird man es vermutlich auch über mein Mikro nicht hören. Was so draußen los ist. Kurz gerade noch richtig hinsetzen. Aber ja, die feiern dort draußen. Ich glaube, es war irgendwas sogar angekündigt für heute. Ich hatte irgendwas gelesen. Aber das sollte, glaube ich, schon seit fast 2 Stunden vorbei sein. Deswegen finde ich das jetzt gerade ein bisschen komisch. Gut, es ist noch nicht 22 Uhr, also. Und es ist gerade mal Samstag, also naja. Kann natürlich auch sein, dass das bei dem Fußballfeld hinten ist. Da wird ja auch gerne mal. Aber das ist eigentlich immer sonntags. Sonntags ist da Training und da hört man das auch. So wie die jetzt feiern, das hört sich schon eher mehr. Na, egal. Aber man hört's halt. Ich konzentriere mich jetzt mal darauf, erstmal dahin zu fahren, wo ich hinfahren will und nicht hier schon wieder irgendwas mitzunehmen. Nach Herning. Ich habe gerade erst Hering gelesen. Leere Paletten. Ich fahre gerne mit Tempomat, besonders da ich das erst in diesem Jahr entdeckt habe. Obwohl, nee, in diesem Jahr nicht, aber ich habe die Tasten entdeckt, mit denen ich den Tempomat runter und hochschalten kann. Ansonsten habe ich immer manuell die Geschwindigkeit geregelt. Also ich bin halt auf dem Gas gewesen, bis ich bei 80 bin, da habe ich den Tempomat angemacht, der ist dann bei 80 halt geblieben. So bin ich dann gefahren. Jetzt habe ich hier die Tasten so, also ich habe das in der Steuerung gesehen, dass man das auch mit den Tasten belegen kann, dass man in 5er Schritten halt den Tempomat hoch und runter schalten kann. Seitdem benutze ich das so.
Beim Bremsen muss ich natürlich ein bisschen selber machen. Die kam von Ikea, die Affen. Noch nur 50. Wenn solche Heinis Werbung für ihre Betriebe, Firmen oder Unternehmen oder wie man es jetzt nennen will, machen, auf sowas reagiere ich überhaupt nicht. Ist nichts für mich. Oh, wow, die Zeit vergeht aber doch ganz schön schnell wie im Flug. Ich muss nochmal kurz nachrechnen. Doch. Fahre noch ein bisschen, aber lange wird es nicht mehr sein. Dann muss ich nämlich auch schon wieder aufhören. Das ist dann auch die letzte Folge für heute, die ich aufnehme. Ich wollte. Ist ganz schön. Ist halt. Oder? Nehme ich noch hinauf? Nee, ich wette, dass dann wieder meine Internetverbindung zwischendurch einen Abgang machen würde. Deswegen lasse ich das. Ich nehme jetzt halt noch ein paar Minuten auf. Aber wie gesagt, was ich halt noch groß ansprechen wollte, ist halt das Thema, ob ich mit jemandem spielen wollte, jetzt mal im Schnelldurchlauf. Bei einem könnte ich es mir vielleicht vorstellen, aber nur bei einem bisher. Früher hätte ich mir mal noch bei ein paar mehr Leuten mit vorstellen können, aber in der Zwischenzeit wäre es nur noch einer, bei dem ich mir das aktuell noch mit vorstellen könnte, dass der vielleicht mal ein, zwei Folgen mitmachen würde. Aber jetzt noch fest mitmachen, das wäre wohl eher Wunschdenken. Schnell, obwohl hier ist eine gerade Strecke und so viele Blitzer gibt es hier nicht und Polizei sowieso nicht. Ach, ich bin innerorts, ich kann sowieso nicht schneller als 60 fahren. Was bedeutet eigentlich dieses Symbol? Dieses orangene Symbol, was ich gerade gesehen habe, das meinte ich. Das hier. Ui, dass ich gerade meine Maus, ohne dass ich sie an in den Händen hatte, bewegt. Kurz gucken. Okay. Gerade wieder auf meinen Leistungsmonitor geguckt. Kurz abgelenkt wieder. Es wird spät. Ich hoffe wirklich, dass, wenn ich das nächste Mal hier ein Spiel halt online aufnehme, dass meine Internetverbindung da besser ist als wie jetzt. Jetzt geht's zwar wieder, aber ich hatte ja zwei Ausfälle. Hätte sogar noch mehr gemacht gehabt, wenn ich weiter verbunden hätte. Ich muss hier rechts. War mir nicht ganz sicher jetzt, ob ich geradeaus oder rechts musste. Ich könnte ja theoretisch schneller fahren, aber ich dackel hier halt mit den erlaubten
Geschwindigkeiten herum, weil ich ja nicht wirklich hier es eilig habe. Ich habe ja die Zeit. Sollte ich mich großartig beeilen? Das Einzige, was ich jetzt halt machen muss, ist die Folge beenden. Stell mich hier jetzt hin. So, wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr euch auch die nächsten Folgen ansehen oder nicht nur von Euro Truck Simulator, sondern auch von den anderen Spielen, die ich aktuell spiele. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.